Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Morgen spielt der VfL zu Hause gegen den SVW in Wiesbaden. Nachdem ja letzte Woche die Länderspielpause war, konnten wir davor die Woche in Düsseldorf mit 1:1 einen Punkt mitnehmen durch den Treffer in der Nachspielzeit durch Erik Engelhardt. Wirklich sehr wichtiger Punkt in Düsseldorf. Holt nicht jeder etwas Zählbares. Und der SVW in Wiesbaden hat zu Hause auch 1:1 gespielt gegen den HSV. Sind mit 1:0 in Führung gegangen. Und dann hat der HSV ausgeglichen durch einen Distanzschuss durch Miro Muheim. Und in der Nachspielzeit hatte der HSV sogar noch die große Chance, das Spiel zu gewinnen. Und durch einen Elfmeter, aber den Laszlo Benes dann gegen die Latte gehauen hat, war der SVW in Wiesbaden ein Glück. Das heißt, wir können nur mit einem hohen Sieg morgen an Wien Wiesbaden vorbeiziehen. Hätten sie das Spiel noch verloren, hätte ein Sieg gereicht oder würde ein Sieg reichen. Aber das Spiel wird morgen auf jeden Fall ein 50-50-Duell, so wie gegen Elversberg hoffentlich, aber nimmt es ein besseres Ende als wie gegen Elversberg. War ja eine sehr bittere Niederlage dann damals gegen Elversberg 1:0. Hoffentlich wird das dann ja morgen gegen SVW in Wiesbaden auf jeden Fall besser. Die Wiesbadener hatten ja auch echt einen sehr, sehr guten Saisonstart. In den ersten drei Partien waren sie ja auch auf dem dritten Tabellenplatz, konnten die ja Aufstiegseuphorie, wie man sie so nennt, ja, mitnehmen. Leider konnten wir es zu Beginn nicht. Jetzt haben wir uns aber auch ein bisschen zurechtgefunden in der Liga. Und bei den Wiesbadener ging es dann nach dem dritten Spieltag immer mehr bergab. War ja auch zu erwarten, ne? Wenn du nach den ersten drei Spielen 7 Punkte hast, ist klar, dass ich die ganze Saison so halten kann als Aufsteiger. Elversberg hat zwar letzte Saison in der dritten Liga geschafft, aber zweite Liga ist dann doch noch irgendwo ein anderes Niveau. Dann, ja, wie gesagt, sind sie ein bisschen immer wieder weiter ja, abgefallen. Und jetzt letzte Woche auch im Testspiel gegen den VfB Stuttgart 5:1 verloren. Und der Top-Torjäger der Wiesbadener, Ivan Pretein, der auch letzte Saison sehr gut in der Drittliga getroffen hat, fällt, ist fraglich eher gesagt für die Partie. Das ist nicht gut, dass er verletzt ist, aber könnte uns vielleicht ein bisschen helfen, da er so der gefährlichste Wiesbadener ist. Und ja, auf jeden Fall hoffen wir mal, dass er schnell wieder fit wird. Und wir hatten letzte Woche auch ein Testspiel gegen den FCM, konnten mit 4:2 gewinnen durch die Treffer von John Verhoek, Rohrig und zweimal Chris Conte. Und ja, morgen sehr wichtiges Spiel. Das heißt, 3 Punkte sind schon fast Pflicht, wie man es so nennt. 6 Punkte spielen, nicht 3 Punkte spielen sowieso. Aber hoffen wir mal, dass wir irgendwie gewinnen können. Morgen kommt natürlich wieder zum Einsatz, wie immer beim Heimspiel, das Heimtrikot mit Christian Conte hinten drauf. Und es gibt noch eine gute und eine nicht so gute Nachricht, nämlich zu einem ist die sehr gute Nachricht, dass Timo Beermann endlich wieder fit ist. Er wird morgen im Kader stehen, voraussichtlich auch schon in der Startelf stehen. Sehr wichtig auf jeden Fall gegen kopferstarke Spieler vom SVW in Wiesbaden ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Und eine nicht so gute Nachricht ist, dass Baschke Maideni leider verletzungsbedingt ausfällt. Hoffentlich wird er bald wieder fit. Ja, da wird wahrscheinlich dann Henry Rohrig einspringen für ihn. Wer da auch noch eventuell spielen könnte, ist Dave Gnase, der es gegen Rostock sehr gut gemacht hat auf der Rechtsverteidigerposition. Aber wahrscheinlich macht das Henry Rohrig. Und das Stadion ist morgen auch schon seit Wochen ausverkauft. Wie eigentlich jedes Heimspiel oder wie jedes Heimspiel auf jeden Fall sehr, sehr cooler Support dieses Jahr, und es werden circa geschätzt so 150 bis 200 Wien-Fans auch noch dabei sein, und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wir haben es jetzt circa 9 Uhr und ja, gleich machen wir uns ready. Bin zwar schon angezogen und dann geht es gleich los nach Osnabrück. Wir haben es jetzt circa 10 Uhr und das Auswärtstrikot, was ich mir vor dem Spiel gegen HSV gekauft habe,
habe ich euch abstimmen lassen, welchen Vlog ich wohl drauf machen soll heute. Und ihr habt abgestimmt auf meinen Instagram-Account. Da könnt ihr mir gerne folgen. Ich würde mich sehr über einen Follower freuen. Hier eingeblendet. Und ja, dann geht es jetzt ab nach Osnabrück. Gerade in Osnabrück angekommen und wie immer machen wir jetzt mit den Tipps weiter. Ich sag, heute gegen Wiesbaden schaffen wir es bei ja, englischem Wetter, wie man es vielleicht erkennen kann, mit 3:1 zu gewinnen. Was ist dein Tipp? 3:1. Was sagst du, Marlon? Ich sage ein 4:1 und jetzt kommen wir rüber zum Faktencheck und zweiter Woche. So, wir haben jetzt hier einen Parkplatz gefunden und jetzt geht's zum Stadion. Wir gehen eben noch in den Fanshop, lassen halt, wie gesagt, die Trikots eben beflocken. Und dann, je nachdem, wie spät es ist, essen wir was oder wir gehen dann schon ins Stadion. Der Fanshop hatte leider keine Vlogs mehr, deswegen konnten wir es jetzt nicht geflocken lassen, aber dann machen wir es halt beim nächsten Heimspiel. So, jetzt haben wir uns hier eine schöne Mantelplatte geholt und es regnet nämlich ziemlich stark, deswegen haben wir uns hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, auf jeden Fall regnet es wirklich ziemlich, ziemlich stark, aber perfektes Fußballwetter und dann geht es gleich ab ins Stadion. So, wir sind jetzt im Stadion. Gestern war noch eigentlich noch komplett leer, nur ein paar Fans. Wir sollen aber noch weggekommen, die 200 sollen dabei sein. Best auch schon ganz gut gefüllt. Sonst eigentlich relativ leer, aber das ändert sich auf jeden Fall gleich noch. Unsere Aufstellung ist auch schon da. Ich blende sie euch wie immer hier ein. Ja, Tor Grill, die Viererkette hat sich auch verändert. Nämlich Gnabry spielt für Aldedi anstatt Horig. Doch nicht Horig. Ich habe jetzt eher gesagt mit Horig gerechnet, aber Gnabry wird das dann machen. Und Bermann ist zurück in der Startelf, sehr, sehr wichtig. Ja, Mittelfeld ist alles gleich geblieben. Nee, nicht alles gleich geblieben, nämlich Thalhammer ist in die Startelf gerückt halt. Und im Sturm hat sich aber nichts geändert. Und ja, doch circa dreiviertel Stunde bis zum Anpfiff. Jetzt kommt die Mannschaft. Thank you.
Die 26 beim Vorklassen wird Dave! Ja. Alle Löwen mit der Nummer 27, Rieke! Wilson! Die 32 beim Vorklassen wird Janis! Ruhe! Und jetzt wird's los, Freunde! Von unseren Plätzen. Wir nehmen unsere Schatz, unsere Fahnen in die Hand. Und jetzt kommt unsere Hymne. Wir sind alle ein Stück Frau. Spielminute 1-0 gegen Wiesbaden. Ja. Hat die Riesenchance. Alleine vom Torwart, alleine vom Torwart. Egal, egal, jetzt sind wir drin im Spiel. Kriegen keinen Zugriff aufs Spiel und verteidigen einfach schlecht. Viel zu viele Räume.
Mercedes 1-0. Ist verdient, muss man sagen. Eindeutig verdient. VfL nicht wirklich große Torschancen gab, bis auf einmal der Fehler von Wiesbaden, dann lief alleine vom Torwart. Der muss rein einfach. Auf der anderen Seite ist es kurz vorher passiert, durch die mit den Gnase, aber auch die anderen echt große Probleme haben, die schieben sie einfach nicht im Griff. Ja, Gnase und Jumpy auch schon beides gelb gesehen, müssen sich auch ein bisschen zurückhalten da. Auf jeden Fall, da muss jetzt auf jeden Fall was passieren, ne? Bei einer Defensive ist es viel zu schwach, viel zu viele Räume offen und offensiv geht ja auch nicht viel. Aber das muss auf jeden Fall deutlich besser werden jetzt. Wir haben einen enormen Treibhol an. Makrides wird wahrscheinlich gleich reinkommen oder kommt rein. Und Wulf wahrscheinlich. Jemand von uns im Strafraum, aber ja, Videoassist meldet sich zwar, konnte aber nicht erkennen, was er ist. Auf jeden Fall Schiedsrichterleistung bis heute geht auf jeden Fall besser, sagen wir mal so. Jo, gibt's keinen Elfmeter, habe ich schon damit gerechnet, sah auch nicht so wirklich danach aus. Jetzt nochmal ein cooler Freistoß, ein Großwurf von Engelhardt. Ja, doch jetzt die 50. Spielminute, perfekter Zeitpunkt für den Tor, würde ich mal sagen. Und Zahnarmer ging raus und dafür kommen Niemann und Borich. Komm schon, da geht noch was. Woo!
sitzen schon wieder im Auto und begeben uns gerade auf den Rückweg. Und ja, 2-0 verloren, verdient verloren, muss man sagen. Erste Halbzeit komplett verschlafen. Ja, dann 1-0 in Rückstand geraten durch Lee. Ist der SVW in Wiesbaden in Führung gegangen, der uns da oder auf der rechten Seite Gnase echt manchmal alt aussehen lassen hat. Mit denen hatten wir echt Probleme. Und dann in der zweiten Halbzeit um die 60. Minute herum waren wir echt dran. Einige Gelegenheiten hatten wir dann da, konnten auf jeden Fall auch ausgleichen, hätten wir da ausgeglichen, bin ich immer noch der Meinung, geht das ganz anders aus. Und dann kriegt man so einen Sonntagsschuss, so einen Sonntagsfreistoß, der dann da einschlägt und dann sind die Köpfe natürlich unten. Trotzdem hatten wir noch ein, zwei Gelegenheiten, um vielleicht zu verkürzen, hätten wir da direkt nach dem Tor dann das 2-1 gemacht, dann wäre vielleicht noch was gegangen, aber ja, so verlierst du natürlich verdient und dann geht's nächste Woche Freitag nach Fürth. Da geht's wieder bei Null los und da müssen wir wieder alles geben und vielleicht holen wir dann da auch den ersten Auswärtssieg. Die Fürther haben ja heute auch 2-0 in Hamburg verloren. Und ja, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da und lasst gerne ein Follow da, würde mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim Spiel gegen Kiel wieder oder beim Spiel gegen Magdeburg. Ciao.